Hallo und herzlich willkommen bei Spektrum. Wir sind hier im NAH-TV-Studio und zu Gast haben wir die Band Dawnwatcher. Hallo. Hallo. Servus. Hallo. Hi. Wollt ihr euch vielleicht mal vorstellen? Ja klar, also ich bin der Kevin Hein, und ich bin der Drummer der Band. Ich bin jetzt 18 Jahre alt, gehe auch in Ida Oberstein noch zur Schule, mache mein Abitur gerade im Moment und ja, das bin ich. Und ich bin der André, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus dem wunderschönen Saarland in Köllerbach und ich studiere Sozialpädagogik in Trier. Ich bin der Jens, ich bin auch 23 Jahre alt, komme auch aus dem Saarland und bin Leadgitarrist der Band. Okay, was uns natürlich auch alle interessiert, ist, wie sich eure Band überhaupt zusammengefunden hat. Wir haben irgendwann Ende 2015 mit Dave, also der kann leider heute nicht hier sein, weil er krank ist, also mit Jens, Dave und ich, wir haben zusammengesessen, haben Songwriting gemacht, haben übrigens das Lied Circles geschrieben und da ist es entstanden, dass wir gemerkt haben, okay, das passt so gut, dass wir dann gesagt haben, wir wollen unsere eigene Band gründen, weil wir waren in einer Band vorher und da hat das dann nicht mehr so gepasst vom musikalischen Aspekt her und haben uns dann entschieden, das so zu dritt weiterzuführen. Dann haben wir auch das Ganze wirklich nur zu dritt gestartet. Also wir hatten keinen Bassisten, wir hatten keinen Schlagzeuger. Wir waren nur zu dritt und mussten alles, was kam, die Aufnahme etc., ne, alles auch alleine finanzieren und alleine schreiben. Und das haben wir dann so gestartet quasi, ja. Ich denke auch, dass das recht schwierig war für drei Personen. Aber sag mal, wenn da ein Wille ist, dann geht das schon irgendwie. Also haben das dann zu dritt eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Wo ihr gerade schon vom Songschreiben geredet habt, wie schreibt ihr denn eure Songs? Also wie kommt das zustande, Melodien und Texte? Das ist genauso heute noch, wie wir es damals am Anfang gemacht haben. Wir sind immer bei Dave zu Hause, weil der bei sich zu Hause so ein kleines Studio quasi hat. Der hat die ganzen Programme auf dem Rechner und dann kommen wir beide quasi bei Dave vorbei und dann nehmen wir da Ideen auf und dann können wir auch schon das Schlagzeug so ein bisschen programmieren, einfach nur damit wir eine Basis haben. Und dann schreiben wir da die Gitarren drauf und so können wir da ganze Lieder quasi schreiben, schon aufnehmen und haben dann so eine Pre-Production heißt das. Und dann sehen wir, okay, passt das Lied für uns, ist das cool, was ändern wir noch? Und dann können wir mal Spur für Spur schauen, ist das in Ordnung so und genau. Kann viel rumprobieren auch, Sachen hinzu, wegnehmen. Genau, und wenn die Jungs dann halt so, sag ich mal, die Basics so ein bisschen geschrieben haben, dann komme ich da auch mit dazu, bringe da auch so ein bisschen meine Ideen ein. Und sag, hey Jungs, vielleicht kann man vielleicht hier das mal ausprobieren oder vielleicht hier mal anders schreiben. Wie seht ihr das? Also das ist so, es bringt jeder so seine Meinung auch mit ein. Und genau, und dann später, wenn eigentlich so die Basics steht, dann schaue ich mir auch die Drums an und schreibe die dann, also das Schlagzeug schreibt das teilweise ein bisschen um. Vieles lasse ich auch manchmal, weil es wirklich cool auch geschrieben ist schon von den Jungs. Und ja, es trägt so jeder seinen Teil dazu bei. Es wird schon auch sehr stark darauf geachtet, dass jeder das bekommt, was er auch will, dass jeder glücklich mit dem Endprodukt ist und jeder zufrieden ist vor allem. Ja, also wie kamt eigentlich auf den Bandnamen? Also es ist ja, kommt ja aus dem Englischen, wie kamt ihr eigentlich dazu? Das ist so eine Geschichte, ne? Ja. Genau, klar, wir waren am Anfang ja nur zu dritt und dann hatten wir noch keine vollständige Band, aber wir haben gewusst, okay, wir wollen eine Band starten, dann ist natürlich erstmal die Frage, wie nennst du deine Band? Ja. Was machst du jetzt? Dann guckst du erstmal alles durch, okay, was gibt's schon an Bandnamen, was könnte cool klingen, was könnte passen zu uns, und wir haben uns da stark orientiert an der Art, wie wir die Musik schreiben. Also unsere Musik ist generell sehr melancholisch, auch die Texte, die wir dazu schreiben, und wir haben uns dann für Dawnwatcher entschieden, nachdem wir natürlich auch ganz viele andere Ideen hatten, einfach weil Dawn für Morgengrauen steht und Watcher für einen Menschen, der dem Morgengrauen zuschaut, also quasi aus dieser Nacht rauskommt und dann den Sonnenaufgang sieht, sowas halt. Und das steht so sinnbildlich für die Hoffnung, die nach einer langen, schweren Phase da ist. Und da kommen wir dann halt auf den Namen Dawnwatcher. Genau. Aber was verbindet ihr eigentlich mit eurer Musikrichtung? Also was wollt ihr damit sagen? Ich denke, hauptsächlich Hoffnung irgendwo. Weil, wie man im Musikvideo auch sieht, am Abspann kommt noch ein Satz und das ist halt, Depression is no weakness. Also Depression ist keine Schwäche.
unter anderem Teile der Band sind davon betroffen, ich bin davon betroffen, ich habe Depressionen, ich kämpfe damit schon sehr lange. Und es geht einfach darum, es geht nicht darum, irgendwie Geld mit der Band zu verdienen oder sonst irgendwas. Es geht einfach darum, Spaß zu haben, würde ich sagen, und Leute zu zeigen, sie sind nicht allein, wenn sie so eine Last tragen. Genau, gerade auch wegen dem Thema sind wir dann auf Dawnwatcher gekommen, weil Dawnwatcher als dieses Symbol der Hoffnung irgendwie dafür steht, dass man, egal wie schlecht es ist, egal wie schlimm man sich fühlt, dass es irgendwann wieder rausgeht und dass man quasi von diesem Dunkeln wieder eher ins Helle kommt und dann, dass alles wieder gut werden kann. Also nicht, dass es ein Versprechen ist, aber es kann und das muss man nur in Angriff nehmen, genau. Ja. Also man kennt euch ja zusammen als Band, aber was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht zusammen Musik macht? Also so als Hobby. Also, oh Gott, muss ich jetzt erstmal überlegen, weil allzu viel gibt es da, glaube ich, gar nicht. Also neben der Schule, das nimmt natürlich auch viele Zeit, oder ja, das sollte viel Zeit in Anspruch nehmen. manchmal tut es das auch, aber ja, ansonsten bin ich eigentlich, wenn ich nicht mit der Band unterwegs bin oder selber im Keller übe, ja, bin ich eigentlich meiste Zeit noch mit meinen Freunden einfach unterwegs und ja, geh Skateboard fahren, da habe ich eigentlich auch noch viel Bock drauf. Einfach die Zeit draußen nutzen und ein bisschen rumkriegen. Das ist eigentlich so, auch neben der Musik noch so ein bisschen mein Teil, wo ich sage, okay, hier kann ich abschalten und Spaß haben. Wenn ich nicht gerade was mit Freunden mache, bin ich der langweiligste Mensch auf dem Planeten. Ich gucke 90% der Zeit Netflix oder zocke auf meiner PS4. Das ist so mein Ding irgendwie und ich kann dabei super gut runterfahren und dann, ja, eben, ne? Ja, keine Ahnung, also ich mache super gern was mit Freunden, das auch mit Dave und Jens zusammen, oder ist halt schwierig mit Kevin, weil der halt auch von hier kommt, das ist dann immer so eine Stunde Fahrt, aber ja, einfach mal irgendwie irgendwo hinfahren, irgendwas machen, ins Kino gehen, was essen gehen, was trinken gehen, das ist auch immer schön, aber ich bin auch mal froh, wenn ich dann einfach nur da rumliegen kann und mal eine Serie gucke oder irgendwas zocke, ja. Ja, bei mir ist es ähnlich, also ich glaube, ich mache fast nur Musik, also der ganze da. So, die Freunde, mit denen ich am meisten abhänge, sind halt auch André, Dave und Kevin von der Band. Also, ja. Und PS4 ab und zu, ja. Ab und zu? Aber ja. Ja. Mit dir immer, ja. Da wir jetzt schon mal beim persönlicheren Teil sind, wir haben so ein kleines Spiel, das heißt Das oder Das. Und dabei nennen wir euch eine Sache oder die andere und ihr müsst euch dann immer für eine dieser Sachen entscheiden. Also zum Beispiel Pizza oder Pasta. Müsst ihr uns alle drei fürs selber entscheiden? Also kann man aufeinander sprechen. Ja. Ah, okay. Also Pizza oder Pasta? Pizza, eindeutig Pizza. Schwierig, schwierig. Ich mag das nicht schwierig. Nee, klar, Pizza ist immer. Oh, ja. Ja, Pizza. 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 Okay, Ketchup oder Mayo? Ketchup. Ich mag beides nicht sonderlich, aber wenn, dann ich glaube Ketchup, ja. Mayo. Oder beides, beides Beste. Ja. Smartphone oder Laptop? Laptop. Smartphone. Smartphone. Sorry. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Okay. Bücher oder Filme? Filme, eindeutig Filme. Ja. Filme. Ist traurig, aber Filme. Ja. Ja, mit so 50-50, ich weiß nicht. Ach komm. Nee, ich lese echt viel. Ach, da machst du mal nicht ansehen, aber ich lese echt viel. ich kann mich für nichts entscheiden davon. Langschläfer oder Frühaufsteher? Nee. Langschläfer, auf jeden Fall. Langschläfer. Deswegen proben wir auch immer erst ab 3, ne? Bus oder Bahn? Auto. Bahn doch. Dafür hatte ich zu viele persönliche schlechte Erfahrungen mit Busfahrern, glaube ich, hier aus der Stadt. Wenn man mal seine Busfahrkarte vergessen hat und was, das ist mies. Ja, was jetzt nicht allzu selten vorkam. Aber nee, eindeutig Bahn. Ja, Bahn. Bahn. Wollt ihr vielleicht etwas über das Lied erzählen, das ihr jetzt rausgebracht habt? Es ist auf jeden Fall unsere erste Single, die wir geschrieben haben. Und was interessant ist, ist halt, dass wir das Lied jetzt erst rausgebracht haben. Und das Lied haben wir schon letztes Jahr irgendwann geschrieben. Also quasi vor genau einem Jahr haben wir es schon im Studio aufgenommen. Und es hat jetzt ein Jahr gedauert, bis wir das rausgebracht haben. Circles ist
bei diesem ganzen Depressionsthema ein ganz wichtiger Song, einfach weil, wenn man sich das YouTube-Video anschaut und unten drunter ist der Text, wenn man sich das durchliest, dann liest man quasi die Gefühle einer Person, wie es ihr geht, wenn sie Depressionen hat und wie das seelische Innenleben dieser Person aussieht, wenn sie depressiv ist. Und da ist auch am Ende vom Lied so dieser Funken Hoffnung noch da, wenn die Desiree, die mit uns das Lied aufgenommen hat, anfängt zu singen und mit mir im Duett singt quasi, zeigt das nochmal diese Hoffnung, aber irgendwann könnte es besser sein und diese Hoffnung, dass es halt irgendwann so weit kommt. Also viel Verzweiflung, trotzdem dieser Hoffnungsschimmer und einfach nur so metaphorisch wie möglich versucht zu zeigen, wie es ist, wenn sich jemand, wenn jemand Depressionen hat. Genau. Du hast ja jetzt gesagt, dass ihr das Lied vor einem Jahr schon aufgenommen habt. Ja. Was habt ihr in dem einen Jahr so gemacht, beziehungsweise wie habt ihr das Lied weiter bearbeitet? Oder? Also das Lied war ab dem, wann war es, 15.03. Das haben wir in Leverkusen aufgenommen, dann war es fertig. Und danach haben wir auch an dem Lied nichts mehr gemacht. Das heißt, wir haben uns darum gekümmert, okay, wir brauchen noch einen Schlagzeuger, ganz wichtig. Haben uns darum gekümmert, dass wir den finden und sind auch froh, dass wir einen Kevin gefunden haben. Wir haben die EP schon davor geschrieben und auch aufgenommen in Leverkusen. Also unser erstes kleines Album ist auch schon fertig. Und dann haben wir uns um alles Finanzielle einfach gekümmert. Wir haben auch geplant, okay, wie viel kostet uns das? Das mit der EP musste bezahlt werden. Wir mussten gucken, dass wir die Mitglieder finden und dass wir auch sowas wie T-Shirt-Designs und so uns überlegen, muss auch bezahlt werden. Das Artwork von der CD, also das, was man auf dem Cover und so sieht und was innen drin ist, ja, das musste auch erst gemacht werden. Das sind alles Sachen, um die wir uns in dem ganzen Jahr irgendwie kümmern mussten und vor allem halt finanzieren mussten zu dritt. Ne? Was auch ein großes Thema war, war dann als Video, also als das als wir dann eigentlich auch so alle Leute hatten und ich in die Band dazugestoßen bin, ging es dann auch Richtung Video, die Single rauszubringen. Und da war dann auch ein großes Thema, wie machen wir es? Machen wir da eine Story dazu, also wirklich, wo Leute mitspielen im Musikvideo? Oder drehen wir das dann vom Greenscreen, so wie wir es jetzt halt gemacht haben? Und sind eigentlich auch mit der Lösung dann ganz glücklich. Aber das sind alles Sachen, die viel Zeit in Anspruch genommen haben und auch, sag ich mal, viel Überlegungen gebraucht haben. Dauert auch sehr lange, weil es ist immer ein Hin und Her. Auch, ne? Entscheidungen werden verworfen, neu diskutiert und ja, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Du hast ja eben von Thema Depression gesprochen. Das hat mich jetzt interessiert. Also, was ist so, warum ist euch das Thema Depression gerade so wichtig? Ich denke, mir zumindest, weil ich selbst davon betroffen bin, auch, weil ich viele Leute kennengelernt habe, die auch davon betroffen sind. Und wenn man sowas hat, gerade am Anfang und das nicht kennt, man denkt so, man ist allein, ne? Und es geht einem ganz schlecht und man hat auch viele schlechte Gedanken. Man ist antriebslos oder man hat Schlafstörungen, Panikattacke, Angstzustände. Und man fühlt sich einfach wirklich ganz oft allein. Das ist so echt die Kernaussage, ne? Und was mich dazu bewegt, ist einfach zu sagen, dass niemand allein ist, der das hat. Also niemand muss sich allein fühlen und erst recht nicht davor schämen. Man kann dazu stehen, dass man das hat. Es ist ein Kampf und den muss man aufnehmen. Und ich denke, dafür stehen wir auch in. Ja. Dass die Musik auch immer ein guter Ausweg eigentlich, genau. So seine Meinungen einfach oder was seine Gefühle einfach so einzubringen und auch zu schreiben und Musik zu machen. Ja, weil ganz wichtig ist halt, dass wir das ansprechen wollen, dass Depression kein Tabu ist. Ne? Also es ist uns wichtig, weil wenn ihr euch überlegt, wie viel hört ihr vom Thema Depression, wahrscheinlich relativ wenig. Auch in der Schule wird viel in der Schule darüber gesprochen oder wenig. Ne? In der Gesellschaft ist es so, wenn jemand Depression hat, geht er nicht auf die Straße und sagt den Leuten, okay, hört mal zu, mir geht's nicht so gut, weil ich habe Depression, weil man wird vielleicht komisch angeguckt. So, die Leute gucken einen an, ne? Irgendwie der hat einen Knall oder was ist mit dem und man traut sich das nicht. Und das ist halt das ist der Knackpunkt und da wollen wir halt ein bisschen dafür sorgen oder dabei helfen, dass das so ein bisschen wegkommt, dass man einfach so mit diesem Thema ein bisschen anders umgeht, weil es ist halt nur mal ein Tabuthema, darüber will keiner wirklich reden und es wird ignoriert, aber Depressionen können halt schwere Folgen haben, weil Leute mit Depressionen 10 bis 12 Mal gefährdeter sind, Suizid zu begehen, als Menschen, die das nicht haben. Und dann sollte man auch darüber sprechen, anstatt das so totzuschweigen, weil im Endeffekt ist es vielleicht irgendwann zu spät.
Und zwar haben wir jetzt auch noch ein zweites Spiel vorbereitet. Und zwar, es ist, wir haben halt so Songtexte von verschiedenen Liedern geholt. Mhm. Unter anderem auch vielleicht eins von euch, wer weiß. Das haben wir dann halt durch Google Übersetzer, weil Google Übersetzer übersetzt gerade nicht immer richtig. Haben wir eine andere Sprache nochmal übersetzt und einschließlich ins Deutsche. Und das müsst ihr dann erraten. Das werden wir gleich abschließen. Genau, das wird dann von dem Google Translator auch vorgelesen. Mhm. Und, Wobei. Wir müssen das Lied erraten. Ihr müsst die Lieder erraten, genau. Oh Gott. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Sprich, Boy, nicht zu reden, sie meinen Gürtel haben und mir den Körper gelegt, folgen wir nun dem Beispiel meiner, komm jetzt, folgen sie dem Beispiel meiner. Oh mein Gott. Krass. Ich hab selbst keine Ahnung. Wow. Krass. Komm, Gürtel. Beispiel folgen. Boah, das ist... Kann man das wiederholen? Darf man nur einmal hören, oder? Ja, komm doch mal. Ja, genau. Okay, wir hören uns das jetzt am besten nochmal an. Ja, das wäre gut. Sprich, Boy, nicht zu reden, sie meinen Gürtel haben und mir den Körper gelegt, folgen wir nun dem Beispiel meiner, komm jetzt, folgen sie dem Beispiel meiner. Doch, Jungs, doch. ist das Ed Sheeran, Shape of You? Ja. Richtig. Jawohl. Ich wusste. Keine Ahnung. Radiosong Nummer 1 gerade, Jungs. Und das ist fast Allgemeinbildung, ja. Unglaublich. Okay, sollen wir das nächste machen? Ja, bitte. Dann hast du gar nicht. Das hat mir gar nichts. Nächstes. Wir waren in Paris, um Weg von ihren Eltern. Ich dachte, wow, wenn ich jetzt diese in einem Schuss nehmen könnte, ich glaube nicht, dass wir dies tun können. Draußen auf der Terrasse, ich weiß nicht. Ob es fair, aber ich dachte, wie kann man selbst fallen, während ich habe mit jemand anderem verbrachte. Anführungszeichen. Wenn wir gehen, dann gehen wir nach unten zusammen. Sie werden sagen, dass sie alles tun können. Sie werden sagen, dass ich war klug. Wenn wir gehen, dann gehen wir nach unten zusammen. Bitte sag, dass du was weißt. Ja, mir kommt das, aber ich höre wirklich zu selten Radio. Das ist es, aber eine Frau. Echt nicht. Nein. Können wir es auch nochmal hören? Klar. Wir waren in Paris, um Weg von ihren Eltern. Ich dachte, wow, wenn ich jetzt diese in einem Schuss nehmen könnte, ich glaube nicht, dass wir dies tun können. Draußen auf der Terrasse, ich weiß nicht, ob es fair, aber ich dachte, wie kann man selbst fallen, während ich habe mit jemand anderem verbrachte. Anführungszeichen. Wenn wir gehen, dann gehen wir nach unten zusammen. Sie werden sagen, dass sie alles tun können. Sie werden sagen, dass ich war klug. Wenn wir gehen, dann gehen wir nach unten zusammen. Wir gehen auf jeden Fall nach unten. Ich rate einfach Justin Bieber. Nee. Ich gebe mal einen Tipp, und zwar, ja. Wir hören es gleich ein allerletztes Mal. Und zwar, ihr müsst darauf achten, es gibt ein Wort, was euch den Namen verrät. Anführungszeichen. Auf jeden Fall. Nochmal. Wir waren in Paris, um Weg von ihren Eltern. Ich dachte, wow, wenn ich jetzt diese in einem Schuss nehmen könnte, ich glaube nicht, dass wir dies tun können. Wie, da war's schon? Ey, das gibt's mir nicht. Paris von Rammstein? der Titel war gar nicht so schlecht. Also irgendwas mit Paris wahrscheinlich. Paris von den Chainsmokers. Ach du Gott. Scheiße, stimmt. Ja, da habe ich hab mir letztens noch das Drumcover angeguckt von Mesh Nagaya. Der ist jetzt neu bei denen, eine Band. Keine Ahnung. Der Drummer, doch, stimmt. Aber ich habe noch nie so speziell auf den Text gehört, dass ich... Aber gut. So, kommen wir, glaube ich, zum letzten Lied. Ja. Los geht's. Bitte weiß ich das. Was passiert? Wenn Träume immer Träume und nichts mehr und nur Erinnerungen bleiben, die Überbleibsel besserer Tage wie verblasste Farben, aber vielleicht eines Tages, vielleicht irgendwo, vielleicht hat jemand. Das ist Justin Bieber eindeutig. Genau. Ja, unser Freund. Ja. Das erkennt man dann, ja. So, ihr habt das Lied eben erraten, also hören wir mal in das Lied von euch rein. Alles klar.
Also, ich habe gerade eben, ist mir so aufgefallen, der eine, der pfeift und schüttelt den Kopf, der andere, der wippt da mit seinem Fuß. Hört ihr eure Musik eigentlich selbst so manchmal? Habt ihr es so auf dem Handy, weil wenn ihr mal Musik hören wollt, habt ihr ja. das so für ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Also, seid ihr so stolz drauf, so, oh, das ist unser Lied, ich feiere es? Ja, so grundsätzlich, klar, ne? Also, ich fände es schlimm, wenn man irgendwie Musik macht und man kann sich da irgendwie nicht anhören oder so. klar, jeder von uns hat es irgendwie auf dem Handy. Wir haben auch mal Phasen, wo wir das halt nicht hören, weil wir es zu oft gehört haben. Ne? Das geht dann, gerade nachdem wir im Studio waren und dann das erste Mal das geschickt bekommen haben, rauf und runter gehört, man war halt total stolz drauf und dann so nach 2 Wochen, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ne? Und jetzt kommt das Video raus und jetzt hören wir es halt wieder und dann nach 2 Wochen denken wir wieder, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Es gibt ja viele Leute, die eure Musikrichtung jetzt nicht so wirklich feiern bzw. die Musik hören. Bekommt ihr öfter so Fragen gestellt, wie ist das Kunst oder kann das weg? Ja, also so in der Ausführung jetzt noch nicht ganz, aber was oft kommt, warum schreit ihr? das ist eigentlich so die Frage, die am häufigsten gestellt wird. Vor allem wird auch immer gesagt, oh, die Musik drumherum ist ja ganz gut, aber das Geschrei, das kann weg. Und ja, aber ich sag mal, so doch, es ist ein Großteil der Leute, die das nicht hören. Auch wenn ich jetzt die Musik mal meinem Opa gezeigt habe oder sowas, ich denke, das ist auch logisch, aber die denken sich dann, ja, also die können es überhaupt nicht nachvollziehen, warum da geschreit wird oder genau, warum wir die Musik überhaupt machen, aber das ist alles wirklich auch eine Gefühlssache und daher ist uns, wir haben auch oft wirklich positives Feedback bekommen auch von Leuten, die Musik nicht hören. Einfach weil sie sagen, hey, wir finden das cool, dass sie erstens mal das Thema, so dieses Statement abgibt mit der Band und die ganze Thematik außenrum und einfach so euer Ding durchzieht, auch mit dem Video. Die sagen, das Video ist cool auch, das gefällt uns richtig gut, ist zwar nicht ganz meine Musik, aber die sehen das dann auch oft einfach tolerant. Und ich glaube auch jetzt mit dem Feature von der Desiree, dass sie da mitsingt, das bringt das Ganze irgendwie dem Mainstream ein bisschen näher, immerhin. Ne? Also das ist dann nicht nur pur rumgeschreit, sondern dann singt noch ein Mädel mit und das macht das Ganze so ein bisschen ruhiger, es macht das Ganze softer. Genau, das habe ich nämlich auch auf eurer Facebook-Seite gesehen, ja. Dass ganz viele auch in den Kommentaren geschrieben hatten, eigentlich höre ich sowas ja nicht, ja. Aber das ist echt gut. Und ich fand eure Begründung, also für den Text, auch eigentlich sehr bewegend, sage ich jetzt mal, und sehr positiv. Welche Zielgruppen habt ihr denn sonst so? Also welche, gibt es da Altersklassen von? Grundsätzlich, nee. Also grundsätzlich sagen wir nicht, okay, wir haben jetzt die und die Altersgruppe. Wir sagen zum Beispiel nicht, wir wollen unbedingt die 16- bis 25-Jährigen ansprechen. Wir wissen aus Erfahrung in unserer Szene, also gerade in diesem Post-Hardcore, Hardcore, Metalcore-Bereich, wenn man da auf Shows geht, sieht man natürlich viele so ab 16 aufwärts. Man trifft weniger Leute, die ab 40 sind zum Beispiel. Ne? Also es bewegt sich so irgendwie in dem Rahmen. Aber grundsätzlich, wenn jemand kommt und sagt, ich bin 50 und ich höre die Musik gerne, dann ist das natürlich auch cool. Ne? Also wir haben uns da nie wirklich drüber Gedanken gemacht. Ja. Wobei, wenn man davon ausgeht, wer so zu Konzerten kommt, dann ist es ja schon überwiegend jüngeres Publikum. Naja, ne? Klar, logisch. Ja. Also, was sind eure musikalischen Ziele? Also nicht so allgemein, sondern so wirklich so musikalisch. Also jetzt, was wir an Musik schreiben wollen noch in Zukunft, oder? So, ja, was wollt ihr so erreichen, was ihr noch so vorhabt, so? An Musik in Zukunft. Ja, auf jeden Fall mal ein Album schreiben, denke ich. Ne? Ja. So viele Shows wie möglich spielen,
wenn möglich auch größere Shows, also und einfach rund kommen. Also ich glaube, was wichtig ist, dass wir eigentlich, wie er schon gesagt hat, viele Shows spielen wollen. Also wir wollen auch gerne mal weiter weg. Also nicht nur hier spielen, im Kreis der Brücken, Niederoberstein oder so, ne? Dieses Südwesten, klar wollen wir auch spielen am Anfang, aber wir wollen auch mal gucken, dass wir irgendwie auch zwischendurch mal ein bisschen weiter wegkommen, dass wir so Städte wie Dresden sehen oder München. Wenn wir Glück haben, werden wir vielleicht auch mal da spielen irgendwann, ne? Weil es ist nicht ungewöhnlich. Bands wie uns sieht man öfter mal auch woanders, die fahren auch mal weiter. Und das ist halt cool, weil ich würde super gerne mal mehr von Deutschland sehen, und wenn man dann noch irgendwo ein Konzert spielen kann, so im kleinen Rahmen, ist das cool. Und Album halt, ja. Ist einfach auch eine geile Zeit, die man da so miterlebt mit den Jungs, im kleinen Tourbus unterwegs zu sein, in Deutschland zu fahren, vor allem auch andere Bands kennenzulernen. Ja. Das ist eigentlich das, was auch mit am meisten Spaß macht, weil man viele Leute trifft, oder gerade auf diesen Festivals oder wo man spielt, viele Leute trifft, die genau oder dasselbe Hobby haben, die das einfach, einfach dieselbe Einstellungen haben, und das macht dann halt einfach mega Spaß, mit denen so abzufeiern, dann auch auf den Festivals selber, wenn die auf der Bühne stehen, die supporten, wenn wir auf die Bühne gehen, dass wir supportet werden, das ist so ein Geben und Nehmen auch zu den anderen Bands. Und da ergibt sich dann auch immer viel, dass man durch andere Bands auch wieder an Auftritte kommt, die vielleicht aus einer anderen Stadt her sind und sagen, hier komm, wir haben einen Auftritt, wollt ihr mit uns spielen? Und ja, das ist eigentlich auch das, wo ich persönlich auch mit der meisten Lust drauf habe, wirklich andere Leute noch kennenzulernen, die das eigentlich alles auch genauso durchziehen und so Lust darauf haben. Wisst ihr vielleicht, also könnt ihr euch vorstellen, woran es liegt, dass Leute, die diese Musikrichtung eigentlich nicht hören, trotzdem eure Musik gut finden? Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Desiree mitsingt. Also ich habe von vielen Leuten gehört, ey, gerade dieser Part, wenn das Mädel mitsingt, ist, sagen die dann, ist Bombe, gefällt uns super gut. Und das macht das Ganze ja tausendmal zerter, als die Musik eigentlich ist. Weil unsere Musik ist extrem, klar, für den Menschen, der das nicht so hört, ist das super aggressiv, ne? Aber sie bringt dann wieder so eine ganz melancholische Note rein, die ganz ruhig ist, und das können auch Leute hören, die nicht nur, also die gar kein Geschrei zum Beispiel hören, weil da wird ja gesungen, ne? Und dann steige ich ja irgendwie noch ein und wir singen da abwechselnd, okay, aber es ist so ein Mischmasch. Und da können Leute eventuell noch sagen, okay, ich höre sowas eigentlich nicht, aber das ist irgendwie ein Mix, den ich noch nicht so gekannt habe, und das gefällt mir irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ich persönlich habe auch oft positives Feedback bekommen, wenn ich so ein bisschen die Story hinten dran erzählt habe, wie das entstanden, was eigentlich der Hintergrund der Songs ist, was die Band ausmacht, wofür wir stehen. Und da sagen halt einfach auch viele, dass es cool ist, wie wir das durchziehen, abgesehen jetzt von der Musik, wir für Musik machen. Das ist da wieder zum Punkt die Toleranz. Da sagen die Leute, okay, von der Musik ist es nicht mein Ding, aber wir finden es cool, wie ihr das aufzieht, und dass ihr halt auch einfach dieses Statement so öffentlich abgebt. Danke, dass ihr hier wart. Und danke. Ja, wir bedanken uns auch. Hat Spaß gemacht. Ja. Das war's mit unserer ersten Sendung von Spektrum, dem Jugendtalk. Wir hoffen, es hat euch gefallen, und bis dann.